Hey, hallo und herzlich willkommen beim Müllsammler. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin mal wieder draußen unterwegs gewesen. Ich muss das ganze Ding leider nachvertonen, weil ja, das hat zwar das Bild aufgenommen, aber den Ton nicht, weshalb auch immer, was ich da wieder angestellt habe, keine Ahnung. Ich schieb's einfach mal auf die Technik. Dabei habe ich grandios performt. Ich war eloquent, ich war witzig. Es war grandios, aber von den Aufnahmen ist nichts mehr übrig geblieben. Ich bin mal wieder hier Ich bin mal wieder, nochmal neu vielleicht. Ich bin mal wieder auf meiner Hausstrecke unterwegs. Da, wo ich ungefähr schon 25 Videos aufgenommen habe. Naja, wiederholt sich alles. Es ändert sich ja nichts. Keine Ahnung, ich muss mal wieder rausgehen nach den ganzen PlayStation und DVD und Blu-ray-Auspack-Dingern. Dann muss ich mal wieder vor die Tür gehen. Es hat leicht geregnet heute Morgen. So ein On-Off-Regen war das, würde ich mal behaupten. Mal hat es geregnet, mal nicht. Vielleicht wurde deswegen der Ton nicht richtig aufgenommen. Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Naja, es ist halt, wie es ist. Ich will ja nicht über das Wetter meckern. So ein Typ bin ich nicht. Aber, um offen zu sein, ich mag den Sommer nicht sonderlich. Ist oft zu warm. Gut, die letzten Wochen war angenehm kühl, hat zwar immer geregnet, nervt mich auch ein bisschen, vor allem wenn es dunkel ist beim Autofahren. Gut, momentan ist Sommer, da ist nicht so viel dunkel. Aber naja, was soll ich meckern? Man muss es halt nehmen, wie es kommt. Das macht ja jeder irgendwie ein Trara daraus, wie das Wetter ist. Und alles Katastrophe. Meine Katze hat mich gerade gekratzt. Lilly, das geht jetzt gerade nicht. Ich muss hier dieses Video nachvertonen. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Nein, nein. Naja, ich hoffe mal, die Kamera ist richtig eingestellt. Ich habe heute mal mit so einem Brusthalterung gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das Bild dadurch mehr wackelt oder weniger. Bisher sieht es ganz gut aus. Ja, ich glaube, der Bildstabilisator ist jetzt auch nicht so ideal. Ich nehme das Ganze ja mit dem Smartphone auf und nicht mit einer professionellen Kamera. Weil das Geld habe ich nicht, weil das haue ich ja regelmäßig für DVDs und Blu-rays raus. So doof bin ich ja leider. Von meinem letzten Stapel habe ich jetzt seit dem letzten Video drei Filme schon mal weggeguckt. Das war einmal Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger, Director's Cut, mit der Jungen. Wer hat seine Tochter gespielt? Ich komme nicht drauf. Alessa. Melissa Milano. Alissa Milano. Wie heißt denn diese Schauspielerin? Jetzt konnte ich nachgucken und komme nicht drauf. Alissa Milano, oder? Ja, Alissa Milano. Richtig, ich habe es gerade noch auf der Blu-ray-Packung hinten drauf gelesen. Naja, ich fand ihn nicht so geil, der war voll übertrieben. Also, es war schon fast Comedy, aber dann doch wieder sehr brutal. Also, mich hat er nicht abgeholt. Dann habe ich French Connection geguckt. Der Klassiker mit Gene Hackman, den ich schon mal angefangen habe und nicht reinkam. Aber dieses Mal, ich fand ihn richtig gut. Jetzt nicht überragend, aber Gene Hackman liefert. Richtig, ja, ich habe den, glaube ich, letzten Samstag geguckt und am Montag ist der Regisseur gestorben, William Friedkin. Ja, ich sollte vielleicht keine Filme mehr gucken, das ist vielleicht ein schlechtes Omen für die Regisseure. Und am Sonntag, letzten Sonntag, habe ich geguckt, Blattfaser mit Mel Gibson. Ja, fand ich ganz gut, nicht überragend. Wie gesagt, die Tochter hat ein bisschen genervt. Und die Gangster waren halt sehr klischeehaft, aber vielleicht ist das so. Also. Mel Gibson hat auf jeden Fall abgeliefert. So, aber gehe ich mal hier weiter zu meiner Müllsammelstation. Ich weiß nicht, das Bild läuft hier gerade bei mir im Player nur so mit 10 FPS gefühlt. Ich hoffe, das wird im fertigen Video ein bisschen besser sein. Ich weiß nicht, ob der Regen meiner Technik zugesetzt hat, aber ich vermute einfach mal, dass das nichts damit zu tun haben wird. Hoffe ich mal. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, an der Stelle habe ich schon so um die 25 Videos aufgenommen. Das ist natürlich wieder übertrieben. Normal, ich würde mal sagen, aber so ja, 5, 6 Videos werden es mindestens gewesen sein. Ich könnte ja auch noch mal nachzählen, aber naja. Was soll's denn? Ja, diesen Platz werden langjährige Zuschauer von meinem Kanal kennen. Da war ich sehr oft unterwegs, ein Jugendtreff, wo immer sehr viel Müll liegt. Aber heute Morgen war da eigentlich relativ wenig. Also es war eigentlich gar nichts. Also nur so ein bisschen Kleinkram, wie man hier sieht. Ja. Ich war positiv überrascht.
Also die Leute sollten da wieder mehr Müll hinwerfen, damit ich etwas zu tun habe. Hier so ein Motzen vom Kind. Ja, lass ich mal, hab ich mal da hängen gelassen. Vielleicht wird es ja vermisst. Besser als wenn das Kind vermisst wird. Gesammelt habe ich ja nur so ein Kleinkram. Die Leute haben sogar den Papierkorb benutzt oder den Abfalleimer. So, dann hüpfe ich mal kurz über den scheiß Zaun hier drüber und guck mal, was ich da finde. Meine Schwägerin war neulich zu Besuch und war auch hier an der Stelle mit dem Hund unterwegs. Und hat dann gesagt, da stand ein Auto. Eine Katze habe ich gekratzt, schon wieder. Lilly ist gut jetzt. Und ja, da war halt ein Auto mit ein Pärchen und die haben wohl gefickt. Na gut, also finde ich jetzt nicht so toll, aber ist auch jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht wohnen sie ja beide noch zu Hause und die Eltern lassen sich das aus religiösen Gründen nicht zu und denen bleibt halt nichts anderes übrig. Was weiß denn ich? Keine Ahnung. Aber man sollte dann das Kondom nicht einfach in die Natur werfen, was ich leider schon oft mitgekriegt habe und so Leuten sollte man dann schon mal wirklich irgendwie manchmal auf die Schnauze hauen, weil das ist ja wirklich nicht so schön. Aber es ist jetzt kein Aufruf zur Gewalt oder so. Nein, würde ich nicht machen. Aber manchmal kommen halt die Gewaltfantasien aus einem so raus. Aber das kennt ja wohl jeder. Außer die größten Pazifisten. So, ich nehme das hier als One-Taker auf. Ich versuche das hier gar nicht zu schneiden und versuche genauso eloquent und konzentriert zu sein, wie ich heute Morgen war, als ich da draußen unterwegs war. Ja. Ich glaube, hier habe ich mir die Schuhe gebunden. Schöne Aufnahme von meiner Hose war das eben. Tja, jetzt müssen die Handschuhe wieder angezogen werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Kleinkram. Nichts Besonderes, was soll man dazu sagen? Kann man nicht viel sagen. Ja, was war das hier? Das weiß ich immer noch nicht, ob was das. Ob, das sah aus wie so eine Verpackung von Zäpfchen oder sowas, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Und hier habe ich die Entdeckung gemacht. Ein. Man wird es wohl gleich sehen, was es ist. Ja, wo ein wunderschöner WC sitzt. Also, keine Ahnung, wer das in die Natur wirft. Schön die Klobrille mit Deckel dran. Ist mir neulich zu Hause selbst kaputt gegangen, aber das ist nicht mein Alter. Also, das ist nicht mein alter WC-Sitz, weil ich würde sowas nicht machen. Nicht mal für den Videoerfolg hier. Nein, nein, würde ich niemals tun. Keine Ahnung. Also, bei mir ist beim Draufsitzen auf jeden Fall. Ja, der Sitz abgebrochen oder durchgebrochen. Ich habe den erst mal provisorisch geklebt mit Klebeband. Ja, und dann so 2, 3 Tage später mir einen neuen gekauft und installiert. Und den alten, da, genau, da war meiner gebrochen und gerissen. Ja, dabei bin ich gar nicht mal so schwer, aber vielleicht ein Ermüdungsbruch wäre, was weiß ich denn. Auf jeden Fall habe ich den alten nicht ins Naturschutzgebiet geschmissen. Wie kommt man auf sowas? Werde ich nicht verstehen. Sondern ein Restmüll, wo das Ding einfach hingehört. Ich nehme mal an, es gehört ein Restmüll. Ich wüsste nicht, in die Biotonne bestimmt nicht. Gelbe Tonne würde ich auch mal ausschließen. Das ist auch Quatsch. Also man kann ja nicht nur Restmüll sein. Oder man wirft es halt ins Naturschutzgebiet. Wohin denn sonst? Naja. Gehe ich mal ein Stück weiter. Aber. Bis auf den WC-Sitz ist es hier wirklich angenehm sauber. Vielleicht hat die verkommene Jugend
einfach einen neuen Hotspot gefunden, wo sie ihren Müll besser entsorgen kann, wo man besser Party machen kann. Ich weiß es nicht. Ja, hier runter bin ich auch schon mal gelaufen oder öfters unterwegs gewesen, ob ich da Videos gemacht habe. Doch, habe ich glaube ich auch schon, aber ist mir jetzt gar nicht so bewusst. Naja, ist ja auch egal. So, steppe ich mal weiter. Da hinten zu der nächsten Partybank. Wie oft war ich da unterwegs? Letztes Jahr war da gefühlt jedes zweite Video. Ich glaube, dieses Jahr werde ich da nichts mehr machen. Ich werde bestimmt noch mal Müll sammeln gehen, aber naja. Nicht hier. Dafür ist es auch zu sauber. Vielleicht räumt auch jemand anders den Müll mittlerweile weg. Vielleicht wurde ich ersetzt. Geschieht ja oft, dass jüngere Menschen ältere Menschen ersetzen. Ich bin auch nicht mehr so jung. Die Knie tun mir manchmal schon weh. Tja, was willst du machen? Etzala wird spannend. Was wird uns erwarten bei dem Partytreff? Auf dieser Bank wurde sicher auch schon mal gefickt. Gehe ich mal stark von aus. Weiß es nicht. Ja, das ist auch immer so scheiße, wo sich Tiere verfangen können, hier mit diesen scheiß Dosenöffner-Dinger da. Also vom Getränkedosen, ihr wisst, was ich meine. Ja, so ein bisschen Kleinkram. Nichts Wildes. Oh, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil ein kleiner Käfer, oder, nee, da waren so Ohrlätzen. Ohrlätzen heißen die Dinger drin. Und ich will ja die kleinen Tiere auch nicht mitten in meinen Müllsack stopfen, deswegen habe ich die vorher noch rausgeschüttelt. Aber das ist ja so, auch die größten Veganer verletzen und töten Menschen, egal ob sie zu Fuß unterwegs sind, ob sie mit dem Auto fahren oder sonst was oder mit den Sachen, die sie verzehren. Das ist ja immer wieder, was ich sage. Man kann gar nicht leben, ohne andere Lebewesen zu verletzen oder auszunutzen in gewisser Form. Veganer werden das natürlich weniger tun, aber auch bei ihnen wird das passieren. Das ist halt so. Man kann es minimieren durch seine Lebensweise, aber niemals komplett abstellen. Das ist einfach ausgeschlossen und dem muss sich jeder bewusst sein. Auch wenn im Feld irgendein Gemüse oder was angebaut wird, wenn dann die mit dem Trecker da langfahren und umgraben und so, da werden auch viele Mäuse und so weiter getötet. Das passiert einfach. Es ist traurig, es ist hart, aber wir leben nicht in einer Märchenwelt. Zumindest nicht immer. Ja, hier, Red Bull-Dose kann auch weg. Und halt ein bisschen Kleinkram. Und mir fällt auf, ich kriege das eigentlich ganz gut hin mit dem Nachsynchronisieren. Ich habe jetzt halt natürlich nur meine Stimme und jetzt keine Geräusche. Außer ich würde die auch noch nachvertonen mit irgendeinem Tool. Aber da bin ich viel zu faul für und viel zu unbegabt. Eine perfekte Aufnahme von meiner Hose. Ja, noch so ein paar Zigarettenkippen aufnehmen. War gar nicht einfach so die Tüte zu tragen, weil diese Brille, WC-Brille, WC-Sitzdeckel, Apparatur, war einfach nicht so leicht. Wackelt doch nicht so rum. Was mache ich denn da? Ja, hier so ein paar Kippen aufheben. Muss auch sein. Aber es war wirklich nicht viel Müll, auch wenn ich es jetzt schon dreimal erwähnt habe. Ja, ich habe das echt gut hingekriegt bis jetzt mit dem Nachsynchronisieren. Ich habe eigentlich genau das erzählt, was ich während dem Video erzählt habe. Vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen, ein paar Sachen kamen dazu. Aber im Grunde habe ich die gleichen Themen angesprochen. Ist jetzt natürlich nicht so spontan, wie es ist natürlich nicht so spontan, wie wenn ich die Originaltonspur hätte, die es leider nicht gibt. Tja, irgendwas ist immer. Ich gucke momentan auch viel Knight Rider und höre danach Knight Rider Podcast. Nice Rider heißt das Ding. Und ich gucke mal eine Folge und höre dann halt die dazugehörige Podcast-Folge. Das ist immer sehr, sehr lustig. Und die hatten auch eine Folge, die sie aufgenommen hatten. Wie, keine Ahnung, 2 Stunden aufgenommen. Und die Aufnahme war nicht zu gebrauchen, beziehungsweise nicht vorhanden. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, wenn man für irgendwas Zeit opfert und dann
nichts draus wird. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt Müll sammeln gehen und hätte dann nachher keine Videoaufnahmen von. Das wäre ja total sinnlos. Also da würde ich mich ja richtig ärgern. Ich würde wahrscheinlich dann einfach zurücklaufen und den Müll wieder in die Natur feuern. Weil wenn ich das nicht auf Kamera habe, dann bringt das ja niemandem was. Zumindest würde es mir nichts bringen von dem her. Ja, würde ich niemals tun. Ich hebe doch keinen Müll auf, wenn ich mich nicht selbst dabei als moralische Instanz in Szene setzen kann. Nee, das würde ich niemals machen. Völlig ausgeschlossen. So, dann musste ich ja wieder bergab gehen. Und mir wurde bewusst, dass ich dann hinten auch wieder bergauf gehen musste. Und meine Knie tun ja immer mehr weh. Das ist natürlich schlecht. Ich werde halt älter. Aber eine körperliche Fitness ist ja mein Kapital. Und da muss ich halt schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Weil wenn ich irgendwann für meinen Lebensunterhalt mit geistiger Arbeit verdienen müsste, ja, da wird es ein bisschen eng werden für mich. Das wäre nicht so toll. Ja, was habe ich denn hier rausgekramt? Was war das denn? Was stand denn da? Fick dich, dritte Liga? Ich weiß es gar nicht mehr. Wackel doch nicht so. Wieso habe ich so rumgewackelt? Fick dich, dritte Liga. Ich glaube, das ist dieser Typ war Bagby aus Trainspotting. Gespielt von nicht Johnny Lee Miller, wie heißt denn der? Robert Carlyle, glaube ich. Der hat auch in irgendeinem James Bond-Film einen Schurken gespielt. Ich glaube, es war Die Another Day? Nee. Der dritte mit Brosnan. Wie hieß der denn nochmal? Stirbt an einem anderen Tag? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Ja, bevor das große Schnaufen anfängt, beende ich mal das Ganze hier. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Bis bald. Bye bye. Jetzt ist auch noch die ganze Aufnahme verrauscht, oder wie? Oh Mann, ist heute nicht mein Tag. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man keine Hintergrundgeräusche hat. Ich hoffe, das nimmt jetzt richtig auf. Sonst kann ich das alles nochmal machen. Das wäre auch nicht so toll. Tu die Hand da weg. Vor meiner Müllsammelaktion habe ich noch einige Pferde getroffen. Bestimmt so an die 10 Personen. Ich habe dann nochmal genau nachgezählt und es waren genau 13 Pferde. Ja, die glorreichen 13. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mal einen Western drehen sollte, dann nehme ich die Pferde dazu. Ein Pferd nickt schon, ist auf jeden Fall dabei. Und ich glaube, ich kann die dann einfach so von der Koppel runternehmen und ich tue die nachher wieder hin und dann passt das schon. Ich glaube, da kann keiner was sagen. Wie man sieht, die Pferde waren interessiert und haben sich gleich schon in meine Nähe begeben. Und von dem her würde ich sagen, das Ding läuft. Also klar, ich brauche nur noch ein Drehbuch und Kameramann, Catering und dann, ja, drehen wir mal einen schönen Western mitten in Hessen. Das wird wundervoll. Die Pferde sind dafür.